Hallo und herzlich willkommen hier bei Actuwolle zur 84. Burgenfolge. Yay, es geht schon wieder los. Wer hätte das denn jetzt schon wieder gedacht? Mann. Ja, Burgenliste ist auch schon wieder richtig nice voll. Ja, gut, den Kandidaten muss ich nicht rauskopieren. Den kann ich direkt, was ich direkt wieder heiße, GLP8. Ich glaube, das spielt sogar noch bei Poseidon. Mit dem fangen wir auch schon direkt an. Ach nee, Legends Poseidon. Die heißen jetzt Legends Poseidon, gar nicht mehr Poseidon. Weil Poseidon ja zu den Legends gegangen ist, was ja schon richtig wirr ist, weil ich glaube, da würde ich manchmal Kopfschmerzen kriegen und sowas, weil ja die, ich glaube, Poseidon Ex Fins jetzt ein Wing sind, bezüglich nur aus den, unter dem Schutz von Poseidon, von den Legends Poseidon stehen, aber dementsprechend ja nicht wirklich zur Kooperation, so viel ich es weiß, dazugehört. Das ist ganz, Ich sage euch ganz ehrlich, manchmal bei diesem Spiel, bei diesem ganzen Politik-Scheiß, kriegst du noch mehr Kopfschmerzen und möchtest einfach nur einen Eimer nehmen oder dich einfach vor die Kloschüssel stellen, einfach nur reinkotzen. Weil das so verfickte, Entschuldigung, dass ich sage, Politik-Scheiße ist, Mann. Kommt doch mal klar und spielt doch einfach mal. So, ich wollte das mal kurz erwähnen, aber ich werde es ja auch schon gleich mit der Burgenfolge anfangen. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, beziehungsweise wenn ich vorher noch über Kotzen geredet habe, hört sich das umso besser an. Also ich habe die Stoppung mal angemacht. Der GLP8, bei dem hat sie auch immer öfter, ach Mann, ich kann einfach heute nicht mehr reden, immer öfters mal wieder irgendwas getan. So. Ich denke, ich muss hier gar nicht wirklich viel in die Burg reingucken, außer dass ich sage, hä? Doch, da ist er. Du hast einen Wachturm 8 drinne. Einen beschissenen Wachturm 8 in deiner Hauptburg. Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir gerade, GLP8. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, der ist jetzt definitiv jetzt ein Wachturm 10 drin, aber es ist einfach nur ein Wachturm 8 drinne. Würde mich jetzt ein bisschen traurig machen, aber gerade nicht, weil ich gerade vom Kotzen geredet habe. Ich meine, immer wenn man vom Kotzen redet, bin ich, glaube ich, relativ fröhlich dabei. Also ich war gerade selbst am Kotzen. Denn natürlich nicht. Okay, du bist schon. Du hast noch nicht auf 550 deine Legenden halt. Das finde ich auch ein bisschen doof. Also bist du gerade inaktiv oder so? Möchtest du gerade nicht spielen? Sagst du gerade, hey, warum denn spielen? Ist ja nicht so geil. Dann durchaus. Dann mach bitte weiter so. Ja. Spiel so inaktiv wie Actuwolle, dann kommst du da auch gut hin. Hier, du brennst gerade ein bisschen. Ui, hat dich hier gerade jemand angeflamed? Da wurdest angeflamed. Na gut, mit dem Wachturm 7 ist es natürlich auch verständlich. Hast du vielleicht den Angriff später gesehen oder so? Ihr seid gerade im Krieg. Ich weiß das gerade gar nicht. Ich weiß, dass die Rabbits und Rächer im Krieg sind. Aber sonst gucken wir mal weiter. Burg, ich denke mal, Kornspeicher sollten safe sein. Die beiden Gewächshäuser sind auch da. Hallo Spiel, danke. Treibhaus ist definitiv auch eins da, wo das andere ist. Da ist kein Bock zu suchen. Deko ist auch da und brennt ein bisschen, ne? Aber komm, weil du es bist. Wo ist jetzt die Option für Animationen? Animationen. Hier mache ich für dich extra Animationen an. So. Also, Bogenfolge weiter für GLP8 mit Animationen. So, nächster. Der brennt übrigens nichts. Finde ich ja doof. Hättest du auf jeden Fall nochmal eine Mühle 3 reinbauen können. Dann hätten wir auf jeden Fall die Animation weitersehen können. Aber ein Wachturm 10 drin. Das ist doch schon mal sehr schön. Kornspeicher, Deko ist auch alles genügend da. Sehe jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, nee, komm, bitte. Natürlich, ein paar Kornspeicher sind vielleicht noch nicht so ganz ausgebaut. Habe ich aber auch. Und ich kenne auch das Problem, dass du manchmal einfach Kornspeicher siehst und denkst, okay, hier brennst du wieder. Dankeschön, dass du hier wieder brennst. Jetzt ist die Animation wieder im vollen Gange. Das ist doch schon mal sehr schön. So kann es weitergehen. Leider aber auch keine Mühle 3 oder so, sonst hätten wir das Rädchen drehen sehen können. Das wäre auch noch cool gewesen. Wachturm 8 drinne. Wachturm 8 geht definitiv noch höher. Ahnen des Sturms. Ich glaube, der hat nur 205 öffentliche Ordnung. Ich weiß nicht, ob du den wirklich hochgepusht hast. Ansonsten geht natürlich auch ein bisschen mehr noch. Dass du hier ein Wohnhaus übrigens drin hast, finde ich sehr schön. Auch wenn jetzt Circle of Life jetzt vorgetriggert ist. Nein, nein, bitte kein Konstrukt da. Ja, Circle. Es gibt Leute, die haben sich das Konstrukt da reingebaut. Ich sollte mal manchmal ein bisschen runterfahren, glaube ich. Entschuldige bitte, ich rede jetzt wieder leise. Mäh! So. Kann ich Malte jetzt auch noch anschreien? Das ist. nein. Wachturm 3 drinne. Das ist doof, aber brennt hier ein bisschen. Das ist schön für die Animation. Ich meine, die Animationen müssen weiterleben. Gerne höheren Wachturm. Das wäre, glaube ich, schon mal cool. Ich einfach mal sagen. Ansonsten habe ich da auch nichts dran auszuwenden. Du guckst bald in die Sturminsel vorbei. Kann ich auch mal in die Sturminsel reingucken? Ui. Hier. Wenn die Animation ansehen, sieht man, wie die Fahnen flattern. Geil. Fahnen flattern. Treibhaus, Gewächshäuser sind da. Deko ist da. Sollte, denke ich mal, alles da sein. Höherer Wachturm wäre noch
denke ich mal, okay. Und ganz in der Mitte, hier war auch noch ein kleiner Feld frei. Oh, jetzt kommt Slipknot. Slipknot, jetzt können wir ein bisschen schauten. Haben wir hier irgendwas zum Schauten? Wo ist dein Wachturm? Ach man, warum sehe ich den jetzt nicht? So, den gerade hier. Und ja, hier unten ist er doch, habe ich ihn gerade gesehen. Ein Wachturm 6. Ein Wachturm 6! Wäre schön, wenn der 10 wäre. Durchaus, ja, ich habe es ein bisschen scheiße geschautet, aber scheiße drauf, ne? Also ich meine, Slipknot natürlich, die sind ein bisschen geübter, die können das ein bisschen besser. Und meine Stimme ist auch noch gerade ein bisschen kalt, auch wenn ich gerade ein bisschen geschrien habe. Sollte das aber alles definitiv funktionieren. Ja gut, hier brennst du leider nicht, also das bedeutet, hier ist dann die Animation leider, ja, versagt einfach. Okay, das war jetzt der GLP 8. Ich gehe jetzt einfach mal weiter zur nächsten Burg. Außer, dass er ein paar, außer dass seine Wachtürme leider ein bisschen kleiner waren, habe ich da jetzt nicht wirklich viel dran auszusetzen an seiner Burg. Dann haben wir den Bruno 6 Gamer. Die möchte übrigens auch nur seine Hauptburg gezeigt haben. Das ist easy. Da muss ich auch nicht mal eine Stoppuhr für anmachen. Obwohl, falls ich zu lange rede, ich sollte vielleicht auch eine Stoppuhr machen. So, Stoppuhr läuft definitiv. 5 Minuten darf ich nur reden. Der Oberrat 2 ist ja der Stählerne. Der Bruno 6 Gamer. Also gucken wir. Oh, ist übrigens auch Anwerber. Also wenn ihr euch von ihm anwerben lassen wollt, tut es gerne. Türme sehen ja schon mal schön aus. Wachturm 10 drin, das ist doch schon mal schön. 134 bis bei Legenden Level 135, das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Bergfried 5 hier und Sägewerk. Bist du wirklich so, also ich glaube, Sägewerk brauchst du nicht. Marktplatz kannst du definitiv drinnen lassen. Mühle 3, oh ja. Ich habe noch die Animation, aber die bewegt sich leider nicht, wenn du so ein oldes Aussehen teilen drin hättest. Hättest du mal das Aussehen abgemacht, dann hätten wir jetzt schön gesehen, wie die Mühle sich bewegt hätte. Schade. Denn Relikt Holzfäller, glaube ich, brauchst du auch nicht. Wir können aber ganz kurz gucken, wie viel du geplündert hast. Ich hoffe einfach mal mehr als Ecto Wolle. Ja, ich habe erst 519 geplündert. Heute ist übrigens auch Montag, wo ich die Folge aufnehme. Und du hast aber schon 141 geplündert. Okay, weniger, aber ja. Ich würde aber definitiv sagen, also den Holzfäller und das Sägewerk brauchst du nicht in deiner Hauptburg. Wenn du einfach genügend plünderst und sowas, kannst du das rausnehmen, kannst du dafür eine bessere Deko hinstellen. Hast eine bessere öffentliche Ordnung, das macht definitiv auch schon mehr Sinn. Natürlich, die Kornspeicher sind jetzt alle noch ein bisschen kleiner, alles kein Problem. Ansonsten hätte ich hier jetzt auch bei dieser Burg so nichts weiter auszusetzen. Außer natürlich, dass wir nicht sehen können, dass sich die Mühle bewegt. Naja, das sind die kleinen Feinheiten im Leben, ne? Manchmal bewegt sich einfach die Mühle nicht so. Das letzte Kandidat. Ich weiß nicht, ob es männlich oder weiblich sind. Soll ich vielleicht mal nachfragen? Hallo, seid ihr männlich oder weiblich? Ich sage, die. Mache ich noch so ein Herr oder Frau noch vor den Listen davor. Ich glaube, dann würde ich aber auch noch mehr die Krise kriegen. Okay, dann machen wir die Stoppuhr an. Dommer 11 ist von Iron Angels. Hat auch nur 4 Burgen. Ich zeige nur 3, weil die Wasserburg, ja. Ist eine Wasserburg, Junge. Junge Mädel, eine Wasserburg. Die Wasserburg. Okay, auf jeden Fall schon mal ein Wachturm drin. Und hier, die Mühle bewegt sich. Ja? Bruno 6 Gamer, das hätte bei dir auch sein können. Bei dir hätte es auch sein können. So. Stimmt, ich schreibe wieder. Entschuldigung. Hätte bei dir auch sein können. Bei dir auch. Flüstern ist viel geiler, ne? Okay, hast schon Anwesen 2. Ist doch schon mal schön. Hast schon Bergfried 3 ist auch schon mal schön. Die Türme, ich würde hier, du hast ja hier schon Dreier-Türme, siehst du hier, hast du noch Einser-Turm. Ich würde die Türme definitiv noch mit hochbauen, das ist, glaube ich, eine gute Sache, die du machen kannst. Die Trutzburg brauchst du, denke ich mal, definitiv nicht. Natürlich, klar, wenn du sagst, hey, ich wollte die einfach nur hochbauen, um ein bisschen XP mitzuschnattern und ich baue die nachher wieder weg, würde ich sagen, ja, tu das. Die Stallung hast du schon mal auf 2, ist doch schon mal schön. Ein Wachhaus auf 2 brauchst du bei deinem Level definitiv nicht, also... Ich glaube nicht, dass du wirklich Leute hast, die wirklich sagen, juhu, ich möchte dich jetzt unbedingt gerne angreifen und dir vor auch, die dich auch öfter mal spionieren. Ich glaube, das wird sehr, sehr wenig eher der Fall sein. Da würde ich dir eher sagen, lass das mit dem Wachhaus, bau dir lieber noch ein bisschen schöne Deko hin und schön. Dann hier zum Beispiel Fusionspark ist kacke. Also Fusionspark würde ich mir nicht als Deko in die Hauptburg reinstellen. Den würde ich eher nochmal einlagern und mir einfach andere Deko dafür bauen und reinstellen. Dass du zum Beispiel einen Koloss drin hast,
Ich bin bei Koloss immer so ein bisschen eingestellt, wenn du zum Beispiel, dass du die Rohstoffe eher noch für Ausbau verwenden kannst und wenn ich hier so deine Türme ansehe, hättest du die Rohstoffe wirklich eher für deine Türme verwenden sollen, anstelle für den Koloss. Hier kannst du ein bisschen Deko reinbauen, da würde ich die zum Beispiel die kleinen Vorräte oder auch die Käfige oder auch Pranger kannst du hier reinbauen. Baue einfach alles vor mit Vorräten, dann bist du euch, dann hast du ein bisschen öffentliche Ordnung ein bisschen höher und hast ein bisschen mehr Holz- und Steinproduktion. Da du ja sowieso im Questenbuch darfst du ja immer noch ein paar Holz- und Steinproduktionen immer noch nachbauen und hochbauen und bla bla bla. Wenn du damit leveln willst, tu das gerne. Wenn du irgendwann Level 70 bist, kann ich dir auf jeden Fall raten, wenn du aktiver bist, reiß sie einfach definitiv ab, weil dann brauchst du die auf gar keinen Fall mehr. Die Verteidigungswerkstatt, würde ich einfach sagen, brauchst du auch einen kleineren Level nicht. Wenn du sagst, okay, ich möchte gerne noch die XP abgreifen, baue sie gerne auf Level 3 und reiß sie dann ab. Weil ich glaube nicht, dass du sie wirklich viel verwendest, weil es gibt auch ganz wenig Angriffe, die man deft mit Feuerpfeilen oder mit Wurfstein. Außer natürlich GFA Rheingold oder irgendwelche anderen Allianzen greifen an, die auf automatisch aufstellen, aber das passiert eher weniger der Fall. Da die meisten greifen schon an, dass du wirklich auch Rubinwerkzeug brauchst. Okay, hast du ganz, ganz viele Vorräte reingebaut. Ja, die Fusionsparks würde ich trotzdem rausnehmen und weiter alles mit Vorräten vollpacken. Also ich kann die auch mal eben kurz mal ein bisschen Holz und Steine hinschicken. Ich mache es einfach mal schön Achter, da kann man ein bisschen Holz und Stein reinballern. Nein, nicht von der Hauptburg. Oh. Stimmt, ich habe mir gerade einen Kornspeicher gebaut. Ist egal. Reicht, mache ich sowieso ein Lager mit voll. Ja, ist in einer Stunde da. So, dann kannst du auf jeden Fall, würde ich halt einfach noch die Fusionsparks, würde ich noch raustun. Würde Schlossparks oder Parks reinbauen, je nachdem, was du hast. Schön, dass du da schon Wachturm drin hast. Hast du ja auch schon ein paar Farmhäuser, ist auch schön. Ja, Produktion, wenn du es gerne möchtest. Und sonst würde ich entweder noch Vorräte reinbauen oder wie gesagt Schlossparks oder auch Parks reinbauen. Also halt alles, was halt so reinbauen kannst. Die Mauer definitiv noch hochziehen. Also, ja, die Türme. Die Mauer hast du ja schon auf 3. Die Türme hier und das Burgtor noch mit hochziehen auf 3. Soweit, wie es halt gerade geht. Und dann natürlich auch noch irgendwann, wenn du später auch weiter hochlevelst, natürlich auch hier die ganze Fläche erweitern und so weiter. Und alles ganz in aller Ruhe und Entspanntheit. Und du hast sogar eine Mühle, die sich sogar bewegt. Die sich bei Bruno 6 Gamer nämlich nicht bewegt hat. Ja. Gucken wir noch mit dem Eis. Im grünen Hui, in der Welt in Fui, wird ja meistens eher gesagt. Ja, bei dir noch alles im Aufbau, würde ich einfach sagen. Eine Verteidigungswerkstatt. Wie gesagt, hey, cool, ich möchte auf jeden Fall die XP noch dafür mitnehmen. Okay, tu es fürs Ausbau, aber danach will ich es definitiv wieder abreißen. Hier sieht man auch, du bist ja auch noch nicht relativ frisch oder hast dir noch nicht so viel gemacht, obwohl das Berg für 3 auf jeden Fall schon mal. Die Fläche würde ich auf jeden Fall noch ein bisschen erweitern, wenn du es kannst. Dann die Türme hier zum Deffen auch gerade noch auf 3 hochbauen. Die Burgtor natürlich auch noch auf 3 hochbauen. Und ja, noch ein paar mehr Farmhäuser definitiv reinbauen. Dann probieren ein paar Truppen noch zu halten und sich halt über das Eis, halt auch über die Türme halt so ungefähr Rohstoffe zu erfarmen. Dann natürlich, noch ein bisschen umbauen. Alles, was dir frei ist, mit Deko vorstellen, auch wenn es nur mit den Vorräten ist. Und dann sollte das eigentlich auch so langsam funktionieren, würde ich einfach mal sagen. Das war die 84. Burgenfolge von mir hier von Actowolle. Wenn ihr auch gerne wollt auf diese wunderschöne Burgenfolge hier, dann schreibt mich einfach im Spiel an oder schreibt mir auch einfach einen netten Kommentar einfach unter dieses Video. Und ich werde euch dann in die Burgenfolge dann einfach, also beziehungsweise in diese Liste dann einfach eintragen. Und dann könnt ihr da einsehen und sagen, juhu, dann und dann kommt die nächste Burgenfolge. Juhu, jetzt da wäre ich dann zum Beispiel auch mit dran. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal, sagt ihr definitiv der Acto. Ho, ho, ho. Wolle. Ciao.